Herzlich willkommen zur Produktvorstellung des Kesselfeuermoduls DFM. Das DFM ist ein kleines digitales Feuermodul. Man kann es natürlich auch analog betreiben. Die einzelnen Modi stelle ich dabei gleich vor. Es hat aber eine Besonderheit, deswegen digital. Auf dem digitalen Feuermodul sind verbaut drei flache SMD-Power, High-Power-LEDs und dazu zwei diffuse 5 mm-LEDs, welche ein optimales Feuerergebnis simulieren. Dabei enthalten die orange, gelbe und rote LEDs. Der Anschluss kann gemäß der Bedienungsanleitung erfolgen. Auf der Rückseite finden wir dazu vier Pads, die mit den Hashtag gekennzeichneten Pads ist der Anschluss für die Spannung. Decoder Plus und Decoder Minus sind die Anschlüsse für einen Pufferspeicher. Wir können dieses Feuermodul auf drei Arten bzw. vier Arten betreiben. Die erste Art ist analog. Beim Anlegen einer beliebigen Spannung fängt das Modul an zu arbeiten. Dann können wir über den Digitaldecoder betreiben. Das heißt, wir schließen an die beiden Pads Decoder Plus, nicht an die Decoder Plus Pads hier, sondern an die beiden Flächen mit dem Hashtag schließen wir einmal Decoder Plus und einen beliebigen Funktionsausgang an und können es dann konventionell über den Digitaldecoder steuern. Das entspricht einer analogen Steuerung. Das heißt, wenn man den Funktionsausgang vom Digitaldecoder anschaltet, fängt das Modul an zu arbeiten. Und die spannendste Möglichkeit ist an die beiden Flächen digitale Gleisspannung anzuschließen. Und dann können wir das Modul wie hier, aktuell verbunden mit der MZS Pro, am digitalen Gleis steuern. Das Modul kann dabei in zwei Modi arbeiten, entweder über eine Weichenadresse oder über eine Funktionstaste. Weichenadresse ist ideal, wenn man zum Beispiel ein brennendes Haus simulieren möchte oder wenn man ein Lagerfeuer simulieren möchte oder andere Sachen. Dann kann man es über eine Weichenadresse steuern, das heißt über ein Zubehör, wie ein Zubehördecoder. Wenn man es in eine Lok einbaut, dann halt wie eine Lokadresse. Hier ist jetzt die Überweichenadresse, könnten wir das über die Weichentaste 1 steuern, aber wir sind jetzt im Modus Lokadresse, das heißt, wir steuern es über Lokadresse 1 und Funktionstaste 1. Und wir sehen, das Feuer fängt schon an zu glühen. Und dabei haben wir hier einen diversen Feuereffekt. Der ist natürlich jetzt schwierig zu simulieren wegen dem Licht von der Handykamera. Ich schalte das Licht einmal aus. So, jetzt einmal mit ausgeschaltetem Licht, denke ich mal, kommt das Ganze schon mal deutlich näher zur Geltung. Wir können jetzt hier noch ein paar Modi einstellen. Darauf möchte ich einmal eingehen. Und zwar, dadurch, dass ein Digitaldecoder integriert ist, haben wir hier die Möglichkeit, noch ein paar Zubehörsachen. Wir können natürlich die Invertierung der Adressen vornehmen. Wir können umschalten zwischen Holz-, Kohle- und Ölfeuersimulation. Wir können eine Glut aktivieren, wir können einen Zufallsgenerator aktivieren und wir können die letzte Funktion speichern. Das heißt, wenn wir das Modul anschalten und der Strom fällt aus und der Strom ist wieder da, dann macht es seinen letzten Zustand. Ich zeige jetzt einmal, wenn wir CV49B2 aktivieren, das heißt auf den Wert 4 setzen und 8 setzen. Ich setze jetzt einmal CV49 auf den Wert 8. Und wir sehen hier eine Glutsimulation. Wir sehen ein leichtes Glimmen und Glühen der Glut. Ja. Simuliert durch die roten LEDs. Und wenn wir es anschalten, haben wir unser Feuer. Ansonsten haben wir unsere Glut. Und dann möchte ich noch einmal zeigen, die Steuerung. Hier sehen wir, jetzt haben wir ein rotlastigeres Feuer. Nicht mehr so orange-rot,
oder orange-gelb wie bei der normalen Holz- oder Kohlefeuer-Simulation, sondern eher rötlich, wenn wir uns das hier angucken. Ja, das sind die einzelnen Modi des digitalen Feuermoduls, die wir hier aktivieren können und damit das Modul natürlich nicht nur in Dampfloks der Spur G einbauen, sondern auch in anderen Spurweiten, als auch natürlich in Gebäuden, zum Beispiel brennendes Haus von Pola oder Falla etc.